Und was ich lustig finde, am Montag, also heute, sollten eigentlich alle Schüler, zumindest in aufgeteilten Gruppen, wieder zur Schule kommen, aber anstatt das haben die Schulen einfach komplett zugemacht. Ja, ne, das haben sie jetzt Oh. beschlossen, weil es jetzt wieder irgendwie einen neuen Lockdown gibt. Ich bin aber so froh, ich hätte heute einen Politiktest, einen Englischtest schreiben müssen. Ja, stimmt, dann ist gut. Ja, Mann. Und dafür habe ich heute in Englisch und Politikunterricht super gepumpt. Oh ja, na, da kannst du noch mal Naja, schön. Englisch lese, verstehen ging so. Also die ersten 7 Aufgaben hatte ich komplett richtig, die letzten 3 habe ich verkackt. Dann Ja. hatte ich nur 12 von 18 Punkte. Aber Ja, geht. geht eigentlich. Ist ja immerhin zwei Drittel. Boah, aber jeden Tag habe ich immer solche Gedanken genug. Zum Beispiel für meine Abschlussprüfung gelernt habe ich. Tag denke ich so, warum sollte ich lernen? Gut vorbereitet an manchen Tagen. Denke ich so, ich werde doch eben Blackout haben und alles vergessen. Ja. Oh, aber Englisch so, weil an sich Mathe bin ich ja mündlich sowieso immer so 1 bis 2 immer. Und da wird es auch nicht schlimm sein, sage ich mal, in der ZHP. Vor allem die letzten ZHPs, alles so waren richtig gute Aufgaben, so sage ich mal, die ich gemacht habe. Deutsch ging auch in Ordnung, ging auch fit. Und Englisch, naja, nach den Osterferien habe ich ja eh dann noch so 4 Wochen Zeit zu lernen. Werde ich die dann sinnvoll nutzen. Echt? Ja, hat's noch ein bisschen Holz. Wir sind halt nicht, sag ich mal, gut darauf vorbereitet. Zum Beispiel in Mathe gibt es ja 2 Teile, einmal Teil A und Teil B. Oder Teil 1, Teil 2 und Teil 1 ist mega einfach. Hm. Wir sitzen seit 3 Monaten an Teil 1 und in knapp 2 Monaten schreiben wir die ZHP und wir wissen nicht mal, was Teil 2 ist. Oh, na, das ist scheiße, wenn ihr da nicht mal noch so weit seid. Ja, Teil 2 habe ich keine Ahnung. Englisch ist so, also Deutsch ist so eine Sache. Da muss ich sagen, muss ich auch am wenigsten lernen. Ist ja auch das Erste, was wir schreiben, weil Ja. Leseverstehen, darauf können wir uns ja nicht Na, vorbereiten. genau, Außer das dass hab wir halt, ich. Fand ich auch ich habe, immer naja, also, sinnlos da zu lernen. naja, also an sich schon lernen, weil wenn du jetzt nicht gut oder nicht schnell lesen kannst, dann ist es auch blöd, weil es gibt ja auch ein Zeitlimit, aber wenn du schnell lesen kannst und schnell merken kannst, dann ist es auch vorteilhaft. Deswegen habe ich ja auch ein paar Bücher, sag ich mal, Anführungszeichen, so Aufgaben da gelesen, alles so. Und in Englisch, und da müssen wir einfach eine Analyse und sowas schreiben. Ah ja, Und so in ein Englisch ist, Essay. und in Englisch, sag ich mal, geht es eigentlich auch so, weil es gibt erstmal Hörverstehen, so, das muss ich noch ein bisschen üben. Also ich sag mal so, die erste, beziehungsweise auch die einzige Englischarbeit in der 10. Klasse war ja eine ZHP-Arbeit und da hatte ich eine 4+. Oh, ja. Aber ich sag mal so, würde ich eine 4+ in einem Englisch-ZHP kriegen, wäre das für mich gerade noch solide. Also für Okay. mich wäre eine 4+ in Englisch wie in Mathe eine 2-, 3+ in der ZHP. Na genau, da hat man dann wieder andere Maßstäbe und das, denke ich mal, ist immer die beste Herangehensweise. Ja, weil keine Ahnung, Englisch, ich spreche Englisch nicht schlecht, ich mache auch super mit, aber das ist halt so eine Aufgabe, so manchmal, bei manchen Sachen kannst du. Da kannst du noch so gut üben und trainieren, da wirst du nicht besser. Ja, ebenso. Zum Beispiel, ich habe auch noch Vokabeln aus der 6. Klasse wiederholt. Gab's auch viele, die ich natürlich nicht brauche, aber ich wusste auch nicht mehr alle. Aber es ist auch immer so eine Scheiße, man kann sich kaum vorbereiten, weil zum Beispiel eine Englisch-ZHP besteht auch zum Teil aus Wortschatz, so Aufgaben. Ja, oh, das kenne ich. Es gab ein paar Phasen, da waren Wortschatz, ich habe so gedacht, hä, was bedeutet das alles? Okay, ich habe verkackt. Aber da haben wir auch manche bekommen, da habe ich gedacht, hä, das ist doch mega easy. Deswegen weiß man nicht, ob die jetzt einfach oder schwer bei der ZHP sein. Weil es sind einfach viele einfache und viele schwere. Ja. Aufbau von den ganzen ZHPs weiß ich halt, wie gesagt. Auch von Englisch habe ich eigentlich, weil ich am besten aufbaue, aber von Aufgabenlösen so ist es für mich einfach das Schwierigste. Und ich habe vor 10 Minuten erzählt, dass ich so überlegt habe, ob ich vielleicht doch zu wenig gelernt habe, ne? Ja. Jetzt habe ich genau andersrum. Ich bin noch voll gut vorbereitet. Ja, ne? Das triggert mich zu hart einfach. Vor 10 Minuten noch scheiße, vielleicht zu wenig gelernt, es wird langsam knapp, weil ich gesehen habe auf dem Datum, dass es weniger als 2 Monate ist. Aber ey, selbst wenn ich vielleicht meine Quali nicht bekomme, ich mache ja immer noch Fachabi, was habe ich zu verlieren? Ja, stimmt. Also irgendwas hast du dann immer noch als Möglichkeit. Ja eben, und beim Vorstellungsgespräch war ja so eine Lehrerin, die hat gesagt, die war auf dem Gymnasium, hat aber auch kein Abitur geschafft, sondern hat ein Fachabi gemacht, hat trotzdem studiert auf Lehramt und ist Lehrerin geworden. Das heißt, selbst wenn ich nur Fachabi mache, kann ich danach trotzdem studieren gehen. Ja, das ist auch gut, aber ich glaube, da musste so ein Test bestehen am Anfang. Muss man einfach gucken, deswegen ich werde mein Bestes geben, ob es reicht, werde ich sehen. Ja, ne? Aber sag ich mal, von den ganzen Nebenfächern, bis auf jetzt Bio, da stehe ich so 3. Sieht eigentlich ziemlich gut aus, weil ich habe in den 5 von 8 Nebenfächern eine 1 auf dem Zeugnis gehabt.
Na, das ist gut. Ja, ich werde, sage ich mal, eh höchstwahrscheinlich keine 4 so bekommen. Englisch werde ich, wenn ich eine ZHP eine 4 kriege, werde ich wahrscheinlich, sage ich mal, trotzdem eine 3 auf Zeugs bekommen, weil ich einfach auch mitmache und meine Aufgaben immer erledige und so. Ja, stimmt. Aber die ZHP, das war ja auch bei mir in der Klassenarbeit, ich habe eine 4 plus geschrieben, habe aber Vokabeltest nur Einsen gehabt und alles. Deswegen hatte ich eine 3. Aber natürlich ist es auch so klar, dass man einen Vokabeltest dann macht und man kriegt direkt 100 Wörter gefühlt. Ja, wieder gleich so übertrieben. Ja. Und wenn du dann vor allem alles wissen musst, auch, weil sonst kannst du manchmal ein bisschen auf Lücke lernen. Das ist auch ganz schön, aber wenn dann alles drankommt, ist unchillig. Boah, aber bei Englisch, jetzt wo ich gerade nachdenke, weiß ich ja eigentlich auch, welches Thema ZHP haben wird, und zwar Irland. Und da war ich mündlich eine 1-. Ah, ne. Das ist gut. Ich habe noch ein Plakat. Ich habe noch ein Plakat irgendwo da, wo ich alles aufgeschrieben habe über Irland. Boah, meine Lehrerin, ich habe sie da an dem Tag so gehasst. Sie sagt, ich sag so, was wird in der Klassenarbeit vorkommen? Sie so, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, halt über Irland. So, ja. Ich lerne, ich bin manchmal zu meiner Familie mitbekommen, damit ich die Tage über so viel Englisch gelernt habe. Ich habe 130 Vokabeln gelernt. So, wird Vokabel vorkommen? Sie so, höchstwahrscheinlich. Lernt ja alle 130 Vokabel auf einmal vor der Klassenarbeit. Sieht sie so, dass ich die 130 Vokabel alle auswendig kann. Weißt du, was sie einfach sagt? Es werden keine Vokabel in der Arbeit vorkommen. Ich dachte erstmal nur so, willst du mich verarschen? Ah, na das... Die Klassenarbeit, das hatte nichts mit Irland zu tun. Und es war einfach eine ZHP. Und deswegen schreibe ich einfach eine 4. Ach, wenn die einem nicht mal richtig vorher sagen, was wirklich los ist. Also genauso, wir waren verzweifelt wegen der Mathearbeit. Unsere Lehrerin hat kein Macht. Ich werde euch genau alles sagen, was vorkommen wird. Jetzt sagt sie so alles. Auf einmal in der Klassenarbeit kommt noch eine Aufgabe vor, die sie nicht mal gesagt hat. Und nur wegen der Aufgabe habe ich keine 2, sondern eine 3 in der Arbeit bekommen. Das ist immer so unfair. Ja, die ersten Arbeiten in allen 4 Hauptfächern waren eigentlich katastrophal. Englisch 4 plus, Informatik 4, Deutsch 3, Mathe 3. Und genau in allen Fächern war ich am Ende im Zeugnis eine Note besser. Heißt Englisch 3, Informatik 3, Mathe 2 und Deutsch 2. Ja. Wenn man einfach mal seine Fresse aufmacht, geht's. Ja. Lol. Apropos, wolltest du nicht noch Jump'n'Run machen? Ja, wollte ich, genau. Ich wollte erstmal zu mir, ich will ein paar Thumbnails machen, deswegen. Erstmal von meiner Insel so leer. Oder mit der Kiste oder irgend so ein Scheiß. Okay, let's go. Hier wieder Junge da. Okay, let's go. Genau. Na, da hat er den Booster Max gesteuert, ne? Das ist ja, genau. Oh Junge, das hat so getriggert, ich hab mir den Arsch abgelacht. Das, das ist eine schöne Kermis, die sie da veranstaltet haben. Auf Holländisch. Ja. No. Ich sag immer Kirmes. Na, die nennen es Kermis, die Holländer. Oder Niederländer. Also war das Niederländisch? Ich dachte, das wären Engländer. Nee. Was fällt denen ein, dass die Engländer wären? Ja, siehste, ich sag doch, ich bin in Englisch scheiße. So, dann noch so ein Bild. Oh, ey, dieses Schaf. Jetzt. Schon das Schaf, weg damit. Ja. Ah, Captain Blaubeer war mal geiler. Damals konnte ich nie schon das Schaf gucken. Ja, warum? Ich habe damals nur Timmy das Schäfchen geguckt. Timmy das Schäfchen? Warum? Ja. Ah, ist das dieser kleine Bruder? Hatte das eine eigene Serie? Ja, Timmy das Schäfchen, so, ja, hat es. Ach du Scheiße. Ah, by the way, lol. Das triggert mich. Guck mal hier nach unten, schwimm mal nach ganz unten. Ja. Da ist einfach ein Boot. Ach, lol. Hier ist die Titanic. Oh. Wir haben die Titanic gefunden. Oh, ich sehe es. Ah, da kann man nicht einsteigen. Nee. Scheiße, ich sterbe. Wir haben's. Wir haben's. Hier, das ist dieser Eisberg. Das ist dieser Eisberg, der es kaputt gemacht hat. Ja. Das da. Scheiße, ausgerechnet der Jump'n'Run-Berg. Aber ich wusste, das ist echt nicht mal geplant gewesen. Ich wusste echt nicht, dass es hier war. Ja. Naja, keine Ahnung, warum dieses Boot da unten backt. Warte, ich tp'e dich mal einfach da nach oben. Ah, Start. Okay, mal sehen, wie weit ich schaffe mit dem Jump'n'Run. Erstmal was essen. Und dann, let's go. Okay. Na, no, scheiße. Kann man zurückgesetzt werden? Das wäre geil mit, oh. Ich springe hier die ganze Zeit. So. Okay. Dann der. Ja, der ist tricky hier. Und. Oh. Ja, das ist eigentlich ein Doppelsprung. Oh, Scheiße. Und du hast es ins Ziel geschafft oder auch nicht? Oh. Du hast es ins Ziel geschafft. Nee. Wenn, dann will ich es richtig schaffen. Ja.
Dann, das ist die Sache, du musst einen Doppelsprung machen. Genau, jetzt musst du einen Doppelsprung machen. Ach so, Na, blöd. Weil das ist ja ein Vierersprung, glaube ich, oder? Ja. Oh nein. Ja. Das ist ganz knapp, da muss man genau das hinkriegen, ey. Und dass der... Ja, ja. Oh, es ist, glaube ich, ganz gut, dass der am Anfang ist, weil sonst würde das, glaube ich, mehr triggern, wenn der am Ende wäre. Na, oh. Aber ich habe so kurz vor Augen, ne? Das Ziel. Und so verzweifelt war ich, als keiner geschafft hat, bis auf eine Person. Und zwar Impart. Ah. Thüringen hat's gerockt. Ja, genau. Oh. Na, irgendwann schaffe ich's. Oh, das sieht bestimmt komisch aus, wenn ich da immer dagegen klatsche. Ah, jetzt bin ich hier. Oh, ich hab's geschafft. Ohne Cut, ja.